der Euramobil Profilat 660EB, ein teilintegrierter unter 7 Meter 6,99 mit großen Einzelbetten hinten im Heck und einer Längsküche auf der Campingseite. Mein Name ist Lisa Sprenger von Mimobile und in diesem Video schauen wir uns den Grundriss genauer an. Starten wir in der Sitzgruppe. Das Fahrzeug hat eine ganz gemütliche Ecksitzgruppe hier vorne, serienmäßig mit zwei Isofix-Plätzen und unter der Sitzgruppe versteckt sich der Frischwassertank mit 140 Litern. Wenn eine dritte Person mitfährt, sitzt die wahrscheinlich hier. Bei der vierten Person, die hier sitzt, müssen wir einmal das Polster hier an der Seite wegmachen und auch das Sitzpolster, damit die Füße auf den Boden können. Das Fahrzeug kommt ja auf Fiat-Basis und da haben wir im Modelljahr 24 immer das neue Möbeldekor Chalet Rustico. Schön hell, wir sehen hier oben die neuen geraden Klappen, einfarbig mit dem hellen Überzug und hier das schön helle Holz. Immer abgesetzt davon in matt-schwarz die Leselämpchen. Und was wir bei dem Fahrzeug auch haben, ist ein wunderbarer Platz für einen großen 32 Zoll Fernseher hier hinten hinter den Kopfstützen. Ja, anders als bei der normalen Ecksitzgruppe haben wir hier keinen breiten Einzelsitz, sondern einen verschmälerten. Liegt einfach daran, dass Einzelbetten und Längsküche hinten viel Länge vom Fahrzeug wegnehmen, erfüllt aber absolut seinen Zweck. Wenn man da am Eingang einmal kurz Schuhe anziehen möchte, Jacke anziehen, reicht es völlig aus. Wichtiger Hinweis hier, man kann trotzdem ein Umbaubett dazu bestellen, der Tisch wird dann abgesenkt. Das ist einfach im Fußbereich sehr schmal, also eigentlich nur für eine Person geeignet. Da die Aufbautür in dem Fahrzeug sehr weit vorne sitzt durch den Grundriss, ist ein Hubbett hier nicht möglich. Ja, wir haben viel Licht hier im Innenraum. Zum einen durch das Sunroof, das ist Teil vom Mondial-Paket. Fest eingebaut, doppelt verglast, kann man nicht öffnen, bringt aber wie gesagt richtig schön viel Helligkeit hier ins Fahrzeug. Und wenn die Sonne mal allzu arg bratzelt, kann man hier die Verdunklung zumachen. Zum Öffnen und dadurch echt super für Frischluft ist hier das Heki überm Tisch, ist auch Teil vom Mondial-Paket und sorgt für schönen Durchzug im Fahrzeug. Ja, besonders am 660EB ist zum einen die Längsküche, aber auch, dass wir hier davor wirklich einen richtig schönen breiten Gang haben. Wir kommen ohne Probleme hier aneinander vorbei und haben auch genug Platz, wenn wir hier unten die Schubladen aufziehen, uns da noch dahinter zu stellen. Zur Küche an sich. Längsküche hat immer tendenziell wenig Arbeitsfläche. Wir können die aber hier an der Seite vergrößern und zum Tisch ist ja auch nicht so weit, wenn man da mal noch was auslagern muss. Oben in der Küche haben wir wie immer einen schön großen Hängeschrank. Sobald ich die Klappe aufmache, geht hier auch das Lämpchen an, damit man sieht, was im Schrank drin ist. Der ist schön unterteilt, also da kriegt man wirklich ordentlich was rein. Hier unten bei der Küchenoberfläche sorgt das Licht in der Küche für schön Helligkeit. Bei Längsküchen ist immer tendenziell wenig Arbeitsfläche vorhanden. Deswegen können wir die hier einmal erweitern und zum Tisch wäre es auch nicht weit, wenn man da ein bisschen auslagern muss. Oben auf der Küchenoberfläche haben wir einmal einen Drei-Flammen-Gaskocher und hier daneben ein großes Spülbecken. Schön bei Eura ist, dass wir den Wasserhahn, den Auslass immer nach oben drehen können, heißt, da tropft es nicht nach während der Fahrt, würde sonst unschöne Wasserflecken auf die Glasabdeckung geben. Unter der Küche haben wir nochmal reichlich Stauraum, überall mit Schubladen. Die ambiente Beleuchtung von oben leuchtet immer unten in die Schubladen mit rein. Ganz unten auch nochmal. Vielleicht kurz nochmal zu den Argumenten, die für eine Längsküche sprechen. In den meisten Fahrzeugen sind ja sonst Winkelküchen verbaut. Vorteil einer Längsküche ist, dass sie immer auf der Campingseite sitzt, ist einfach kommunikativer. Man kann sich ganz einfach mit den Personen draußen unterhalten und auch mal einfacher was rausgeben. Zweiter Vorteil ist, wenn die Campingküche hier sitzt, muss das Bad auf die andere Seite rutschen. Heißt, wir haben Toilette und eventuelle Soganlage nicht auf der Campingseite, sondern auf der Fahrerseite. Und dritter Vorteil, wie wir hier wunderbar sehen, ist zum einen eine freie Sichtachse und einfach ein schön breiter Gang. Wir haben in dem Fahrzeug einen schönen großen Kühlschrank, 122 Liter Kühlvolumen und hier oben mit Gefrierfach, wo nochmal 15 Liter reinpassen.
eurer verbaut Absorberkühlschränke und die suchen sich selbstständig ihre Energieart aus, kann wählen zwischen Gas, Batterie und Strom. Überm Kühlschrank haben wir auch nochmal ein schön großes und vor allen Dingen tiefes Fach, kann man gut große, sperrige Sachen verstauen. Und unterm Kühlschrank gibt es nochmal ein kleines Geheimfächchen. Ja, der 660 EB ist das einzige Fahrzeug bei eurer, was so einen schönen großen Auszug hat. Wunderbar für Flaschen und so weiter. Schön hier hinter der Sitzgruppe verstaut. Wenn man bei eurer das Mondial-Paket mit dazu bestellt, hat man immer einen Dachlüfter im mittleren Fenster im Fahrzeug sitzen. Das Schöne ist, man kann ihn von innen nach außen und von außen nach innen stellen. Also man sorgt immer in die richtige Richtung für den Luftaustausch. Was auch für ein gutes Raumklima im Euramobil sorgt, ist der Himmel. Der ist bespannt mit einem Venurfloor, der, falls die Luftfeuchtigkeit im Fahrzeug hoch ist, die Feuchtigkeit aufnimmt. Sobald die wieder sinkt, diffundiert die Feuchtigkeit raus, sorgt also immer für ein angenehmes Raumklima. Was er auch noch macht, er dämmt gegen Schall und Wärme und sorgt generell für ein schön kuscheliges Ambiente im Fahrzeug, was wir ja sowieso schon haben durch unser schön helles Möbeldekor. Ein Qualitätsmerkmal von Eura ist, dass alle Fahrzeuge mit Doppelboden gebaut werden. Doppelboden hat drei Vorteile. Zum einen haben wir Stauraum, der ist hier jetzt rundherum abgegrenzt. Also wenn man hier was reinlädt, muss man es nicht nachher vorne aus dem Doppelboden wieder rausangeln. Da vorne hat es auch nochmal einen Stauraum, wertvoll im Eingangsbereich zum Beispiel für Schuhe. Zweiter Vorteil ist, dass wir ebenerdig sind im Fahrzeug. Wir haben keine Treppen, laufen schön stolperfrei durchs ganze Fahrzeug. Und dritter Vorteil ist Winterfestigkeit, ist eigentlich der Hauptvorteil. Der ganze Boden ist doppelt isoliert. Da drin laufen die Heizungsrohre. Wir haben hier übrigens serienmäßig eine Thoma-Gasheizung eingebaut. Und das wirkt dann wie eine Fußbodenheizung. Also man kann hier drinnen strümpfig laufen. Der Abwassertank ist zu groß, um in den Doppelboden zu passen. Der hängt unter dem Fahrzeug, ist aber serienmäßig isoliert und beheizt, kann im Winter also auch nicht einfrieren. Hinten im Heck haben wir die zwei Einzelbetten, beide gleich lang, beide 1,95 von der Matratze. Wir haben noch ein bisschen Platz zur Wand, also wenn man es mit dem Messgerät misst, kommt man auf 1,98. Generell ist es hier im Schlafbereich richtig schön luftig, weil wir zum einen Kopffreiheit bis zur Decke haben, aber auch serienmäßig links und rechts Fenster. Eurer verbaut immer seits Rahmenfenster, die sind außenbündig in die Haut eingelassen und dichten so schön ab. Wir haben auch immer ein Fenster hier hinten überm Bett, komplett zum Aufstellen. Optional kann man hier auch noch eine Klimaanlage einbauen. Ja, dann noch ein Blick aufs Betthaupt. Wir haben oben einfach nochmal Stauschränke, auch die wieder beleuchtet. Hier unten drunter, immer unter der Schrankleiste, läuft unsere indirekte Beleuchtung. Dasselbe auch vorne an der Sitzgruppe, die einfach nochmal für ein schönes Ambiente sorgt. Wir haben ein praktisches Abstelltischchen hier für Buch, Brille, Handy und so weiter. Oben drüber ist auch gleich nochmal eine USB-Steckdose und eine Landstromsteckdose. Und natürlich Lichtschalter direkt am Bett, damit wir nicht aufstehen müssen, um das Licht auszumachen. Leselämpchen auch mit dabei, ganz flexibel verstellbar und unten immer noch mal mit einer USB-Steckdose. Man kann die Einzelbetten komplett verbinden, auch im Fußbereich. Dazu einfach hier das Brettchen rausziehen, Matratze oben einlegen. Dann kommt man nicht mehr über die Treppen hoch, sondern wir müssen die Leiter anstellen. Die liegt jetzt gerade hinten in der Garage. Beide Betten hinten können wir aufstellen. Darunter versteckt sich auf der Seite jetzt der Kleiderschrank, haben wir schön Zugriff von oben, können aber auch, wenn wir die Betten nicht aufstellen wollen, hier vorne das Schrankkläppchen aufmachen. Hinten hätten wir auch Zugriff direkt in die Garage, wenn man sich da was rausholen möchte. Auf der anderen Seite gleiches Prinzip, jetzt sind die Kissen unten, hier aber kein Kleiderschrank zum Hängen, sondern da sitzt die Heizung und wir haben nochmal drüber Platz zum Legen und auch hier wieder Zugriff von der Seite. Bei allen eurer Grundrissen mit Einzelbetten haben wir noch die Option, das Kopfteil aufzustellen. Einfach hinten ziehen, dann so, vielleicht ganz angenehm zum Lesen, zum Ablassen einfach komplett hoch, dann geht es wieder runter. So.
richtig viel Platz in der Dusche hier im Kompaktbad und auch einfach umzubauen durch die schiebbaren Kunststofftüren. So, Duschtüren sind schon zurück. Was wir jetzt noch machen müssen, ist nur das Waschbecken rüberklappen und schon sind wir wieder im Normalbetrieb. Schön großes Waschbecken hier und Toilette drüben auf der anderen Seite. Serienmäßig immer mit dabei haben wir hier oben eine Dachluke zum Aufstellen. Und auch schön, wir haben immer einen großen Stauraum hier an der Seite. Da drinnen sitzt auch nochmal eine Landstromsteckdose. Über der Toilette ist nochmal ein ganz kleines Fach. Schön beim Modelljahr 24 und neu ist, dass wir die ganzen Bedieneinheiten hier hinter einer Klappe versteckt haben. Von der Heizung einmal das Bedienpanel vom Fahrzeug und dann haben wir hier eine Doppel-USB-Steckdose. Und Handy zum Laden können wir super praktisch hier gleich auf das Ablagebrett über der Türe legen. Inzwischen gibt es beim Fiat auch optional bestellbar einen Abstandstempomaten. Auch die elektrische Handbremse gibt es inzwischen beim Fiat als Option übers Paket zu bestellen, ermöglicht schön freies Drehen von den Fahrerhaussitzen. Beide Optionen, die es bisher nur bei Mercedes gab, gibt es jetzt also auch beim Fiat. Neu im Modelljahr 24 ist, dass man ganz bequem hier vorne vom Fahrerhaus ver- und entsorgen kann. Wir hatten ja schon länger ein elektrisches Abwasserventil, jetzt ist aber die Bedienung hier vorne im Fahrerhaus. Theoretisch braucht man gar nicht mehr aussteigen dafür. Für die Entleerung einfach hier oben ca. 5 Sekunden drücken, dann öffnet sich das Ventil, dann kann man auch wieder loslassen. Wichtig dafür ist aber, dass die Handbremse angezogen ist und die Zündung angeschaltet. Schließen entweder manuell über den Knopf hier oder sobald man weiterfährt, muss man ja die Handbremse lösen, dann schließt sich das Ventil automatisch wieder. Das Schöne bei Einzelbetten ist ja, dass wir hinten immer eine große Garage haben. Hier jetzt 1,17 Meter Klappenhöhe und 85 cm Breite. Da passen also auch wirklich E-Bikes rein oder normale Fahrräder von der Höhe her. Serienmäßig bei eurer haben wir immer zwei Zurschienen. Und hier an der Seite sieht man nochmal ganz gut den Doppelboden. Fahrzeugboden, oben der Laufboden, 11 cm höher, wo eben auch die ganze Technik drinnen verstaut ist. Hier jetzt zum Beispiel die Wasserpumpe. Wir haben bei eurer serienmäßig ja eine Druckpumpe und wir kommen hier auch sehr gut zum Beispiel an den Wasserfilterer zum Wechseln. Weiteres Qualitätsmerkmal von eurer ist, dass eurer Voll-GFK-Fahrzeuge baut. GFK steht für glasfaserverstärkten Kunststoff. Aus dem Material sind sowohl die Wände als auch das Dach und der Boden, also wirklich rundum. Und das hat mehrere Vorteile. Zum einen ist es ein leichtes Material, zum anderen ist es hagelsicher, heißt man bekommt geringere Versicherungsbeiträge und zum dritten ist es reparaturfreundlich. Weiterer Vorteil von dem Material ist, man kann es vollflächig verkleben. Hier bei eurer jetzt an der Seite in Alu-Rahmenprofile, heißt wir haben Flächenbelastungen und keine Punktbelastungen. Das Ganze führt dazu, dass eurer 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie auf die Fahrzeuge gibt. Ja, der Profiler T660 EB von eurer hat wirklich ein paar Besonderheiten. Zum einen mit dem großen breiten Gang, dem Apothekerauszug, dem schönen Platz für den Fernseher und den großen Einzelbetten hinten ist es ein rundum schöner Grundriss. Wenn Sie sich das Fahrzeug selber live anschauen wollen, dann kommen Sie gerne zu uns, zu Mimobile, in unsere Kompletto-Ausstellung. Wir haben eine Dauerausstellung für alle Euramobil- und Karmanmobil-Grundrisse. Genauere Infos dazu, welcher Grundriss ab wann bei uns zu sehen ist, finden Sie auf unserer Kompletto-Website, die ist unten nochmal verlinkt. Gerne beraten wir Sie dann vor Ort auch persönlich. Neu bei eurer ist auch, dass ein Grundriss auf Mercedes-Basis wegfällt, der 676 EB, wie wir ihn hier sehen, mit schön großen Einzelbetten hinten im Heck. Und das Besondere ist, dass er eine Längsküche auf der Campingseite hat. Er wird jetzt nur noch auf Fiat-Basis angeboten. Wir bei Mimobile haben aber noch Modelle auf Mercedes-Basis vor Ort, sowohl als junge Gebrauchte aus der Vermietung als auch als Neufahrzeuge. Ja, und hoffentlich haben wir jetzt Ihr Interesse geweckt und wenn dem so ist, dann rufen Sie uns doch einfach an und vereinbaren einen Termin. Sie finden uns 15 Minuten weg vom Stuttgarter Stadion, direkt an der Bundesstraße 29 zwischen Fellbach und Schorndorf.
Mimobile verkauft Ihnen aber nicht nur Ihr neues Reisemobil, sondern als Familienunternehmen haben wir auch eine Vermietung und eine Fachwerkstatt. Und wir werfen jetzt zuerst mal einen Blick in die Vermietung zur Mama. Wir haben über 50 Fahrzeuge in der Vermietung, jedes Jahr neue Modelle mit den unterschiedlichsten Grundrissen. Die Chancen sind also sehr gut, dass Sie Ihr Wunschfahrzeug, für das Sie sich zum Kauf interessieren, bei uns zuerst mal mieten können. Die Fahrzeuge sind alle Werkstatt und Kundendienst gewartet. Wenn Sie bei Mimobil ein Wohnmobil kaufen, dann sehen wir uns in Zukunft regelmäßig. Denn einmal im Jahr ist die Dichtigkeitsprüfung fällig. Aber wir machen nicht nur das, wir individualisieren Ihr Fahrzeug auch nach Ihren Wünschen.